Und falls jetzt aber das Standardprogramm auf dem Zapper nicht zur erwünschten Besserung führt, dann könntest du noch die BO2-Chipkarte versuchen. Da sind Frequenzen für alle Erreger, die für die Borreliose verantwortlich sein könnten und die Erreger der Co-Infektionen gespeichert. Sie besteht aus drei Sequenzen mit über 90 Programmen und enthält in der Praxis getestete Frequenzen in ihren optimalen Intensitätseinstellungen. Da bitte auch unbedingt langsam vorangehen, jede Sequenz an einem anderen Tag. Erst wenn eine Besserung eintritt, kann man versuchen, mehrere Sequenzen hintereinander anzuwenden. Da Borreliose so ein großes und auch ernstzunehmendes Thema ist, empfehle ich dir auch, wenn du mit den erwähnten Zapper-Programmen in deiner eigenverantwortlichen Anwendung keinen Erfolg hast, dann wende dich unbedingt an einen Therapeuten, der dich unterstützt und nochmal viel genauer und ganzheitlicher der Problematik auf den Grund geht. Und natürlich ist es auch nie verkehrt, wenn du deinen Arzt mit ins Boot holst, gegebenenfalls deine Werte kontrollieren lässt und so weiter. Nicht zuletzt ist auch ein bisschen Geduld gefragt. Gerade bei chronischen Beschwerden braucht es einfach seine Zeit und bei einer Borreliose solltest du mit einer Behandlungsdauer von 8 bis 16 Monaten rechnen.